Hallo Händler, mal sehen, welche Nachrichten diesen Märkte am Montag, dem 29. Januar, bewegen können. Private Einnahmen und Ausgaben in den USA für Dezember sind um 13.30 Uhr dran. Die Einnahmen wuchsen im November weniger als erwartet, aber die Ausgaben zogen an. Die neuseeländische Handelsbilanz für Dezember folgt um 21:45. Ein rekordhoher Anstieg der Importe ließ das Handelsdefizit im November zunehmen, obwohl auch die Exporte einen beachtlichen Zuwachs verzeichneten. Die japanische Arbeitslosenquote für Dezember wird 23.30 Uhr erscheinen. Die Arbeitslosenquote ging im November zurück, nachdem sie 5 Monate in Folge unverändert geblieben war. Vorläufige japanische Einzelhandelsdaten für Dezember folgen 20 Minuten später. Der Umsatz nahm im November das Wachstum wieder auf, dies nach einem Minus von 0,2% im Vormonat. Und die australische Konjunkturoptimismusdaten für Dezember erscheinen um 0.30 Uhr. Im November erholte sich der Index gegenüber dem früheren 4-Monats-Hoch. Dies war der Wirtschaftskalender für Montag. Ich bin Kais Khalil und die nächste Übersicht wird Presseberichte für Dienstag umfassen. Bis dann.